Und da ist er wieder back mit einem leckeren Overwatch für euch heute auf Cash. Sehr schön. Haben wir, glaube ich, schon länger nicht mehr gehabt. Warum ist er so eklig am auf den Boden gucken? Bitte hör auf damit. I. Sofort. Okay, es sind zwei da oben am Chillen. Ich würde jetzt sehr gerne mal endlich eine Wingman Overwatch haben, aber irgendwie bekomme ich es nicht. Ich krieg ständig diese... Oh, da hat er eben draufgezoomt auf den einen, ne? Es könnte möglicherweise eine kleine Wissenshilfe in puncto durch die Wand gucken sein, beziehungsweise Gegnerpositionierung. Man weiß es nicht. Sieht stark danach aus, meint er nicht auch? Und die Hedgehogs fliegen aber auch echt hairy bei ihm rein. Wobei dann der letztendlich der Schuss, ja gut, mit der Scout kannst du eben auch dann diesen Draufdingens eben auszoomen. Das kann man so minimal verschleiern. Die Bombe ist auf A down und sie sind zu dritt auf B. Mal gucken, wie sie jetzt aus dieser Situation rauskommen. Ich sag ihm jetzt, oh, der andere ist schon auf A, an T. Aha. Ich sag jetzt mal, sie können, um Gottes Willen, es ist ja, blub, blub. Das ist ja reine Wursterei, die er da betreibt, oder? Was für Stats hat er? 1914, eigentlich total normal. Also, oder? 1914 ist echt überhaupt nichts Besonderes. Da würden einige schon schlechter zu sagen. Vielleicht hat er erst angemacht. Es steht 13-5 für die CTs. Irgend so ein Kackvogel, der sich dann sagt, so, und jetzt muss ich allen Leuten mal richtig mein Mikroschniedel ins Gesicht drücken. Wow, dass er ihn jetzt nicht geholt hat. Er hat einfach zu früh seinen Cheat, sein Ding jetzt losgelassen, seine Taste zum Drauflocken. Ist halt schlecht, ne? Wenn man eigentlich ein Kackvogel ist, also so im wahren Leben und auch im Spiel und eigentlich nicht viel kann und dann eben den Cheat nicht weiterhin benutzt, dann geht es natürlich nicht rein, ist klar. Achso, heute wieder Direktaufnahme und Musik ist activated. Diesmal auf 30%, 31%. Letztes Mal waren es auf 25%. Wir hören mal kurz rein. Habt ihr das gerade? Habt ihr es eben gehört? Ich weiß es nicht. Ich versuchte gerade noch eine gute Einstellung zu finden, denn für mich ist es wirklich gerade jetzt, wo die Zeit so knapp ist und so viele Projekte am Start sind und so weiter und so fort, da ist es für mich echt hart, mit den normalen Aufnahmeverfahren meine Zeit zu verschwenden, sage ich mal. Speziell was jetzt eben Overwatches angeht, weil die gehen eigentlich auch, die mache ich ja schon seit langem ungeschnitten, aber ziehe sie halt trotzdem immer wieder in mein Bearbeitungsprogramm, schneide vorne und hinten den Anfang und das Ende ab, weil ich halt drauf drücke und dann noch kurz was trinke und so. Ich versuche das jetzt natürlich zu unterlassen, weil ich jetzt hier gar nichts schneide. Und die Musik lasse ich auch jetzt live laufen, weil ich sie sonst immer eingefügt habe mit in meinem Bearbeitungsprogramm. Wenn ich das so hinbekomme, und das für euch, es schien so, als wenn es für euch in Ordnung wäre, euch reicht es aus, habt ihr gesagt, beziehungsweise viele haben gar keinen Unterschied gemerkt von dem, was, da war keine Musik. Das einzige Negative ist eigentlich nur die Musik, beziehungsweise für Kenner. Aber es hat bis jetzt noch keiner darüber was geschrieben, also glaube ich, es ist niemand da. Für Connoisseure der Sounds ist meine Soundqualität von meiner Voice schlechter als sonst. Hört ihr das, die Musik? Ja, die Soundqualität ist schlechter von meiner Aufnahme hier. Weil die Qualität von OBS nicht so gut ist wie die von Audacity. Die ist manchmal so ein bisschen blechern, wenn ich laut bin oder sowas. Und nee, da macht das so komisch, als wenn ich in der Dose sprechen würde. Aber ich glaube, das hält sich sehr stark in Grenzen, sodass es auf jeden Fall noch genießbar ist. Wobei ihr trotzdem an der Stelle gerne sagen könnt, ob ihr das jetzt raushört. Ich glaube, wenn ich normal spreche und das Mikrofon nicht gerade im Mund stecken habe, dann passt das. Dann passiert das gar nicht. Das ist immer, wenn ich so ein bisschen übersteuere und in den roten Bereich komme. Und das versuche ich natürlich eh zu vermeiden. Ja. Wenn ich das so durchsetzen kann, für Overwatches auch, diesen Aufnahmemodus zu machen, dann könnte ich, ohne euch jetzt viel versprechen zu wollen, vielleicht sogar zwei, beziehungsweise egal was für ein CSGO-Video an einem Tag kommt, einfach noch ein Overwatch dazu kloppen. Dass jeden Tag mindestens zwei CSGO-Videos kommen. Sowas könnte funktionieren, weil ich so die Zeit wirklich extrem runterschraub. Also es ist echt krass, ein paar von euch haben geschrieben, back to the roots, also wirklich so wie man eigentlich als Anfänger arbeitet, so völlig unprofessionell. Man nimmt einfach was auf, drückt auf Stopp, lädt's hoch. Aber zeitsparend ist es halt allemal, also ultra zeitsparend. An so einer 8-Minuten-Folge rendere und bearbeite ich dann meistens nochmal eine Stunde oder sowas. Beziehungsweise der PC rendert halt 30 bis 60 Minuten. Und ich habe dann noch ein paar Minuten, vielleicht ein oder zwei Bearbeitungszeit, also schnipp, schnippel, zack, zack, weglöschen, ranschieben, vorschieben und kurz die Voice synchronisieren, aber das geht eigentlich ultra schnell. Also dauert maximal mit Musik einfügen, meine eigene Editierung, da war übrigens ein Main, dauert maximal, da war kein Main.
maximal dann nochmal 60 Sekunden oder so. Auf jeden Fall kann ich mir so sehr viel Zeit sparen, wenn ich den PC nicht rendern lassen muss, weil ich nehme die Folge auf, drücke auf Stopp und sie ist fertig. Und das ist, vor allem jetzt nach ungefähr 3 Jahren der Renderei, ist es wirklich eine riesige Erleichterung, das so zu machen. So habe ich Fallout die ganze Zeit gemacht, weil Fallout aber auch kein Fallout war, was Spezielles. Und bei Far Cry mache ich es genauso, weil ich sonst nie im Leben 3 Folgen habe. So würde ich maximal 3 Folgen die Woche hinbekommen, wenn ich diese 50-Minuten-Folgen durchrendern müsste. Das dauert immer 3 oder 4 Stunden. Und ja, es wäre perfekt, wenn es so klappt. Also die Wallhack-Geschichte ist immer noch am Start. Ich würde ihm, glaube ich, sogar Richtung Aim was drücken, weil er andauernd Headshots macht, die ganze Zeit. Gut, er hat jetzt 86% Headshot, 87% Headshot-Rate, aber wir wissen, dass er ja scheinbar auch erst vor kurzem angeschaltet hat, ne? So ungefähr. Was macht er jetzt mit dem? Manchmal drückt er halt dann, naja, obwohl, wisst ihr was? Wir sagen ja auch immer, der Wallhack ist der beste Aim. Er kann ja schon mal auf Kopfhöhe zielen. Vielleicht gebe ich ihm auch nur einen Wallhack. Der Bann ist ihm eh sicher, weil er eben hart am Wallhacken ist. Aber ich weiß es nicht. Mäuschen, bitte nicht rumzappeln. Komm, wir machen mal. Ihr habt euch gewünscht, dass ich langsam mache. Ich weiß nicht, ob man da jetzt viel erkennen kann. Klar, das ist eher in speziellen Situationen wichtig. Früher habe ich immer wieder langsam gemacht und da haben viele geschrieben, mach das nicht langsam, weil dann würden die Sachen, das würde die Sachen verfälschen. Weil nämlich Dinge in diesem langsamen Modus dann besonders unlegit oder legit aussehen. Und man sollte sowas immer im Original... Gott, das ist ein Vogel. In der Originalzeit eben ablaufen lassen. Also. Die kommen gleich komplett von hinten. Er sneakt hier jetzt rum, als wenn er hier wirklich Acht geben müsste, dass da jemand ist. Dabei hat er einfach den Wallhack des Grauens. So, die kommen jetzt langsam Richtung B gedackelt. Oh, da oben steht einer im Vents und der andere. Im Vent. Und der andere ist. Ja, es könnte sein, dass Dale speziell gesehen oder gehört wurde. Da will ich ihm jetzt nicht die Schlinge draus drehen, aber die Schlinge liegt schon um seinen Hals und wir müssen nur noch auf den Hebel ziehen, damit er eben durchfällt durch diese Luke und das Genick gebrochen wird. Also Vision Assist mache ich mal, aber bei Aim Assist bin ich mir doch nicht so sicher. Gerade am Anfang war der, also jetzt kurz zum Vision Assist, der war klar, oder? Der war, ist uns allen komplett klar. Aber Aim? Man kann halt sehr schön auf die Köpfe aimen und abwarten und wenn man dann mittelmäßig gut ist, oder zumindest noch nicht mal mittelmäßig, aber so ein Viertel, irgendwie was kann, dann kann man das auch in Headshots verwandeln. Würde ich mal so behaupten. Hört ihr jetzt die Musik eigentlich? Sollte man hören. Okay, gut. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt, meine Damen und Herren. Ich beende die Aufnahme nun und sage euch, ciao, ciao.